Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit dem Herrn gleich. Ja, wow! Heute eine Überraschung hier. Der Mythic Zoidberg ist am Start. Ja, mega geil. Mythic Zoidberg natürlich eine mega coole Karte. Da ist die Verlockung wirklich groß, Mamas altmodische Geheimnisschatulle auszuprobieren. Das werde ich jetzt aber nicht tun. Heute nur noch die Evening Beer Tire Box am Start. Hier mit Evening Beer Dale, Beer Tasting, Lois Griffin, Dinner Date Front, Bartender's Not Francine Smith, Beer Funnel Peter und diesen ganzen Kombos hier. Wen es interessiert, oben in der rechten Ecke wieder der Link zum aktuellen Video, in dem ich das alles genauer erkläre. Da haben wir das Mythic Peter Pack mit Baby Bartender, Beer Festival Bartender's Not Hang Kill, Oktoberfest Amy und Oktoberfest Lila. Interessantes Pack. Leider die Wahrscheinlichkeit sehr gering, den Mythic Peter zu bekommen. Rooftop Drunk, Wine Trio, Brau Bier, Wodka Bier, Eugene Belcher und Hank Hill. Mega geile Box. Eugene Belcher, Hank Hill sind cool. Rooftop Drunk ist eine geile Pre-Combo. Auf jeden Fall nice. Also eine Empfehlung. Absolute Empfehlung. So, hier für die Wales oder Pay-to-Win-Spieler. Super Dance Squad für 500 Gems am Start. Ja, und wenn es eine Combo gibt, die richtig krank ist, dann ist es Super Dance Squad. Ist halt wirklich wieder mal eine klassische Fry-Combo. Mega geil, das Ding hier. Hier mit einem Fry, K-Pop Joe, Troubadour Jeff, Roller Disco Courtney, Fourscore, Karaoke Marbo, K-Pop Cleveland und Nibbler on the Roof. Und auf der rechten Seite kommt dann, achso, Turning Jeff haben wir noch. Oldies with Goodies, K-Pop Video, Big Mountain Fudge Cake, Pimp My Slay, K-Pop Joe, Troubadour Jeff, Roller Disco Courtney, Fourscore, Karaoke Marbo, K-Pop Cleveland, Nibble on the Roof, Turning Jeff, Oldies with Goodies, K-Pop Video. Achso, wir sind ja jetzt schon hier in der legendären Fry-Version. Ja, und auf der rechten Seite kommt Super Dance Squad raus, hier mit einer Mauer, mit Cheers All und mit Berauscht. Hier zum Beispiel 17-fach mit Nibbler on the Roof, allerdings in der Mythic-Version 12-fach hier. Müssten wir eigentlich mal maxen das Ding, um mal zu schauen, was da tatsächlich bei rauskommt. So, hier haben wir jetzt realistische Werte, 15-fach. Berauscht, 16 berauscht, 14 berauscht, 15 berauscht, 16 berauscht, klar, 20 berauscht mit der Mythic-Version, 16 berauscht. Ja, und natürlich hier 10-fach Cheers All ist halt bombastisch, ne? Das ist halt mega krank. Also auf jeden Fall eine mega krasse Combo. Dann haben wir hier Dancing Teddy. Und das ist dieser da, Dancing, kurz mache ich denn hier, Dancing Teddy. Hier mit einem Teddy und dann mit einer Furzschule für Hochbegabte, viel Revanche, viel Bombe, Red Skirt, Blue Skirt, 24-fach Revanche, 21er Bombe. Das ist natürlich auch schon krank, ne? Also das sind schon ziemlich brachiale Werte. Ob, ja, ich jetzt der Teddy lohnt, weiß ich nicht so wirklich, müsste ich erstmal mir genauer anschauen. Den, die Betsy, hier, da können wir gleich wieder maxen für Dr. Amy Wong, das ist hier unten, mit Irac Lobster, das ist eine defensive Kombo, wie ihr seht, mit Entführen, Mauer, und Angriffspunkte, wenn eine Combo gespielt wird, kommen auf die Combo mit drauf. Und davon gar nicht mal so wenig. Knife Wheeling Zeal, New Brine, Cuddles, Mr. Business, Queen of Cats Terrors, Goggles Cat, Bandit, Bucks Stud, Sacrificial Robot Goat und Spirit.
Das, was da auf der rechten Seite rauskommt, ist ziemlich krank, muss ich sagen. Also jetzt sage ich, du hast Entführen, du hast relativ viel Mauer mit 25. Und wenn man sich darauf einstellt, ein paar Kombos zu spielen, dann hat das Ding ruckzuck, keine Ahnung, um die 80 Angriff. Und dann tut die Karte richtig weh. Und wenn man da jetzt mal 10% draufballert, ja, könnte echt interessant werden. Zumal Dr. Amy Wong ja jetzt sowieso aufgrund des kommenden Rich BGEs interessant wird. So, Betsy. Dann haben wir hier den Towel Manager Dale. Den gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Dale mit Tom Landry Middle School. Kommt ein bisschen was mit Motivieren raus. Ah, James Woods High School, Flag Football. Das ist jetzt alles nicht so berauschend. Also die Combo können wir gleich wieder wegklicken. Uninteressant. Also für die Free-to-Play-Spieler hier Betsy auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Da lohnen sich auch mal 10%. Wer den Teddy als Mythic hat, muss sich das mal anschauen, sollte sich überlegen, ob er die tatsächlich dann auch haben möchte. Vermute mal, derjenige, der einen Teddy hat, ist auch eher wahrscheinlich ein Pay-to-Win-Spieler. Aber naja, ich glaube nicht, dass der unbedingt jetzt einen Teddy dann ins Deck nimmt. Weiß ich nicht. So, Super Dance Squad, natürlich eine absolute Knaller-Kombo hier vorne. Wer genügend Gems zur Verfügung hat und ein Fry, das Ding knallt gewaltig. Also Leute, ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit mir dann gleich, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.